Hallo meine lieben Leute, euer BlueXTuma mal wieder am Start und wir schauen uns heute die Sternrangliste nicht auf normal an, sondern auf sehr schwierig. Jawohl, auf sehr schwierig, auf normal und schwierig haben wir es ja schon gemacht, jeweils zwei Parts und jetzt ist auch mal sehr schwierig dran und dann schauen wir doch mal, was auf Platz 1 ist und ich sehe Super Mario vs. Bowsilla, Mecha Bowsilla und... Ja, ich würde sagen, ich spiele das jetzt einfach mal. Ich habe das schon mal bei Domtendo gesehen. Allerdings hat derjenige, der das bei Domtendo eingesendet hat, das angeblich nachgebaut. Und das hier müsste das Original sein. Und ich bin gespannt, wie das so aussieht. Ich kenne das andere Level auch noch so ein bisschen. Und von daher kann ich gucken, ob er tatsächlich das komplett nachgebaut hat. Oder ob er nur die Ideen genommen hat und es, ja, dann nachgebaut hat. Oder so ein bisschen immerhin. Und ja, bisher sieht es tatsächlich noch genauso aus wie das andere Level. Ein ganz normaler Roboter. Ja, so ein Roboter-Level sind auch relativ beliebt geworden. Also zumindest habe ich die jetzt schon öfters gesehen. Und ja, ist klar. So ein Roboter ist richtig cool. Und ja... Da kann man nichts dagegen sagen, ne? Ja. Außer eben, dass man... Ja, mit... Dass das mit Scrolling ist. Ja. Und... Ach Gott! Was mache ich denn hier für einen Scheiß? So, da bin ich wieder. Und ich weiß gar nicht, wo ich vorher war. Aber dieser Abschnitt sieht auf jeden Fall genauso aus wie der... Von dem Faker. Okay. Wow. Jetzt wäre ich fast schon wieder gestorben. Okay. Und hier sieht es doch ganz anders aus, oder? Ja, also man erkennt schon Muster. Hier war bei dem anderen ein Bowser Jr. Endboss. Bei dem Faker. Und ja, dann hat... Aber, ja, ich will nicht Faker sagen. Weil es ist ja in Ordnung, Ideen zu übernehmen und dann seine eigenen, seinen eigenen Stil dann einzubauen. Ich glaube, ich sollte wieder zurück, ja. Genau, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Nur man sollte halt nichts abbauen. Genau. Also 1 zu 1, das wäre nicht gut. Aber vielleicht kommt ja noch irgendwas 1 zu 1. Wer weiß. Vielleicht das hier. Oh, der fliegt jetzt sogar. Ja, ja, das war in dem anderen Level auch nicht so. Glaube ich zumindest. Und hier ist sogar ein Schlüssel. Muss ich den besiegen? War das jetzt eine gute Idee, dass ich nach hinter denen gegangen bin? Keine Ahnung. Anscheinend gab es irgendwo einen geheimen Schlüssel, den ich verpasst habe. So, die Kettenhunde, die töten mich nicht. Aber die Feuer, das Feuer. So, rein, rein. Einfach nur rein. Und in Sicherheit bringen. So. Ja, nee, das ist schon ein anderes Level. Ich weiß noch, dass derjenige, der das Level halt von Domtendo, also bei Domtendo gebaut hat, verdammt, dass der ordentlich zusammengeschissen wurde. Und ich finde, nicht unbedingt nötig. Weil die Ideen wurden zwar übernommen, aber halt nicht 1 zu 1 abgebaut. Ich würde sagen, zu 50% wurde abgebaut, aber mehr nicht. Ja, genau. Also, bis gleich. Wo bin ich gestorben? Hier irgendwo, ne? Ich glaube vor dem Checkpoint. Joa. Oh, das war doch nur ein ganz weites Stück. Naja, egal. Hier, ne? Hier bin ich in die Lava gefallen. Ja, genau. Weil ich einfach dumm war. Aber sowas passiert nun mal. Und hier wäre sogar ein Checkpoint gewesen. Ich muss in die Röhre. Ich wäre fast wieder in die Lava gefallen, aber zum Glück war da ein Checkpoint. So. Auf jeden Fall wollte er, dass wir klein sind. Okay. Und das ist wieder ein neuer Roboter. Diesmal im fliegenden Klo. Du Kettenhund. Du böser, böser Kettenhund. Du bist nicht lieb. Du bist böse. Ja, ja. Es gibt ja in dem Sinne keine bösen Hunde. Die Frage ist halt nur, ob der Besitzer den Hund zu einem bösen Hund macht, indem er ihn scheiße erzieht. Oder eben nicht.
Aber von Grund auf ist jeder Hund lieb. Auch Hunde, die gefährlich aussehen, in Anführungsstrichen. Die sind auch grundsätzlich lieb. Ja. Ach Gott, da kam ein Cooper raus. Verdammt nochmal. Warum trifft der mich jetzt? Warum schlägt der da aus? Mann. Oh mein Gott, schon wieder fast getroffen. Ich werde aber auch fast von allem getroffen. Hier ist jetzt aber der Bowser Jr. Endkampf. Und der erinnert dann auch wieder an das eine Level von dem anderen. Gut. Von dem Faker, in Anführungsstrichen. So. Auf jeden Fall bricht hier alles zusammen. Wie hat er denn den Effekt hinbekommen? Oh mein Gott. Das stuft Nintendo sicher als Glitch ein und von daher wird das bald gelöscht, ne? Nicht mal. So. Da kommt ein Kuba-Panzer. Panzer, jawohl. So und BAM! Scheiße. So, da bin ich wieder. Ich habe Bowser Jr. schon einmal getroffen. Das war jetzt das zweite Mal. Und... ach. Jetzt fange ich wirklich noch an zu weinen hier. Wo ich das eigentlich nicht will. So, Schlüssel. Danke. Und jetzt sind wir hier drin. Phew. Wie viel kommt denn noch? Ist hier das Ziel? Ja, hier sieht es nach Ziel aus. Aber ich schaue nochmal hier rein. Hier sind Bonustüren wahrscheinlich. Oder? Ich schaue, ob ich noch hochkomme. Nein, da aktiviert sich das Ziel sofort. Oder keine Ahnung. Ich hätte schon noch gerne nach oben gesprungen. Ich wäre schon noch gerne nach oben gesprungen, aber naja, egal. Muss nicht sein. Ja, das Level war trotzdem... also, es war viel, viel besser als das andere. Und daran merkt man eben auch, dass das Original meistens eben auch das bessere Level ist. Und ich mache jetzt weiter mit dem nächsten Level. Die Frage ist nur, welches? Was sieht noch gut aus? Rang 2, Kapo, sieht schwer aus. Reaction Speed Test, Trump Racing Madness. Ich spiele das hier. Trump Racing Madness, jawohl. Das sieht doch auch ganz schön aus. Und wir müssen jetzt wahrscheinlich gegen Trumps rennen. Und wahrscheinlich gibt es jetzt Scrolling, oder? Oder, ach so macht man das, ach so, ach so. Und da muss ich dann drunter. Oh, 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 okay. Coole Idee. Okay. Ja, das ist richtig nice. Wow, das war sehr, sehr knapp. Das heißt, ich sollte mich auf jeden Fall anstrengen. Sonst sterbe ich. So. Aber das Gute ist, ich muss immer nach links anscheinend. Und es gibt Checkpoints. Ja, das ist super. Und geht das Schema jetzt genauso weiter? Anscheinend ja. Und das sollte ich mitnehmen. Jawohl. Das war wieder der letzte Pixel. Aber, wow. Das ist auf jeden Fall richtig nice. Und das war wieder der letzte Pixel, mehr oder weniger. Aber ich glaube, das hat er gut berechnet. So. Naja, doch. Ist immer der letzte Pixel, beziehungsweise der letzte Block. Der letzte Pixel ist es ja nicht ganz. Sondern der letzte Block, jawohl. Ah, ne. Ja, jetzt habe ich es verkackt, oder? Ja. Aber da war ja ein Checkpoint. Und jetzt hüpfe ich direkt aufs Trampolin. Jetzt weiß ich ja, was mich erwartet. Aber ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass ich das im First Try mache. So. Jo, das war wieder perfekt. Ich glaube, 10 Challenges gibt es insgesamt. Oder? Jetzt habe ich schon wieder das verpasst mit dem Trampolin. Ja, die kommen ein bisschen unerwartet, die Trampoline. Da muss man schon sehr, sehr schnell reagieren. Oder es eben wissen, dass da welche kommen. Weil sonst funktioniert das nicht. So. Hier bin ich gestorben, ne? Ja. Nein. Fuck. Aber das gefällt mir. Und jetzt sollte ich es dann auch schaffen. Ich hoffe es zumindest. So, hüpfen. Und so. Da sind wir wieder. Und diesmal bitte sofort aufs Trampolin. Das wäre doch ganz nett. Jawohl. Was? Das hat schon wieder nicht gereicht?
What the fuck? Okay, ich sollte aufhören, die ganze Zeit fuck und fuck und sowas zu sagen. Zumindest nicht so oft. Okay. Ach, jetzt sind wir doch wieder hier. Ja, beim nächsten Mal schneide ich jetzt aber. So. Ja, das war doch perfekt getroffen. Jawohl. Okay. Jetzt muss ich die Kupfers erwischen. Ja. Ja, das ist Trial and Error, würde ich sagen. So, jetzt springe ich auf den Cooper und nehme den Panzer. Und das war schon wieder zu knapp. Meine Fresse, was geht denn hier ab? So, dritter Versuch. Auf den Cooper. Hier drauf. Und am besten nicht sterben! Ich wusste nicht, dass da am Ende noch eine Lücke ist. Die hat mich ein bisschen erschreckt. Aber jetzt schaffe ich es dann auf jeden Fall. So, vierter Versuch. Auf den Cooper. So. Das gibt's doch nicht. Es gibt doch fast keine Es gibt eigentlich gar keine Toleranz hier. So. Fünfter Versuch. Und es geht weiter. Bitte kein Cooper mehr. Oh, oh Gott. Ja. Auf den Powerblock und dann auf das Trampolin. Ja, das ist Trial and Error. Das mag ich ja nicht so gerne. So. Auf den Powerblock. Dann hier dagegen. Jawohl. So, ach, das ist das Ziel. Oh, Gott sei Dank. Cool. Ja, das war ein cooles Level. Hat mir sehr gut gefallen. Und ist auf jeden Fall würdig, auf dieser Sternenrangliste weit oben zu sein. War ein bisschen Trial and Error, aber ja, ist eigentlich nicht so schlimm. Ich glaube, wenn man es in einem Durchzug schafft, sollte man eigentlich auch noch schneller als 50 Sekunden sein. Also pro Stage ungefähr 4 Sekunden, 4-5 Sekunden. Ja, müsste eigentlich klappen. Oh, und den Rekord könnte man sich eigentlich holen, ne? Mache ich vielleicht irgendwann. So, weil schwer ist es nicht. Und was machen wir jetzt? Reaction Speed Test. Wurde jedenfalls auch oft gespielt. Die Level, die nur 100 Mal gespielt wurden und trotzdem hier sind, die will ich nicht unbedingt spielen, weil die werden wahrscheinlich relativ schnell wieder aus dieser Sternrangliste rausfallen. Und ja, deswegen spiele ich eigentlich nur Level, die halt wirklich viele Sterne haben. Weil die haben sich dann mehr oder weniger schon da, ja, festgenagelt, kann man sagen. Und ja, oh, okay. Das war jetzt als Reaktion. Und das war auch Reaktion. Hey, hey, meine Reaktionen sind super cool. Ja, aber der Wiggler, der hat mich trotzdem erwischt. Und viele anderen auch. So, diesmal trifft mich der Wiggler nicht mehr. Und auch nicht, wenn ich wieder an das Trampolin renne. Danke. So. Ich hätte spinnen sollen, ja. Vielleicht sollte ich Pause drücken, wenn ich einen neuen Raum betrete. Wobei, das wäre ja dann eigentlich Betrug, ne? Sollen wir ein bisschen betrügen? Sollen wir? Ja, eigentlich gibt ihr mir ja die Gelegenheit dazu, ne? Hier könnte ich jetzt auch Pause drücken und dann sehen, ja? Ja doch, das so könnte man das Level auf jeden Fall schnell schaffen. Wenn nicht sogar im First Try. Soll ich's machen oder soll ich's nicht machen? Ist die Frage. Ach, verdammt, man hätte sofort anfangen müssen zu spinnen. So, jetzt spinnen wir aber sofort. Jawohl. Ich cheate einen Raum mal. So, was muss ich hier machen? Zwei in den Powerblock betätigen. Jawohl. Ja, okay. Aber so wird's dann zu einfach, ne? So, Speed. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Checkpoints, ja. Der war mir wichtig. Und jawohl. Ja, es geht sogar ohne Pause. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Okay. Es geht ohne Pause. Ja. Gut, ich hätte leicht nach rechts müssen. Ach. Das war schon die letzte. Ich dachte, da kommen noch mehr. So, jetzt hat aber. Flamme, Flamme, Flamme und ja. Geht doch easy peasy. Da kommen sogar noch mehr. Aber, ach, den Trick brauche ich gar nicht, oder? Nee. Gut. Ach, jetzt habe ich instinktiv Pause gedrückt, sorry.
Ja. Gut, aber jetzt lasse ich's. Ah, es geht auch so. Jawohl. Da habe ich doch halbwegs gute Reaktion, würde ich sagen. So, Münze, Schlüssel und Bullet Bill wäre wahrscheinlich rausgekommen. Keine Ahnung, und ich hätte nach rechts müssen. Nach links. Ach, und ich hätte vielleicht noch drauf können. Verdammt. Ja gut, aber das hätte man nicht sehen können. Dass man nach links muss. Hier konnte man es auch zum Beispiel nicht sehen, dass man es nach rechts muss. Ah, naja. So, nach links. So. Jetzt müssen wir schon bald am Ziel sein, denke ich. War das richtig? Naja, der hat sonst den Mann schon nach unten gehauen. Hier wäre ich jetzt eigentlich auch nicht gestorben, glaube ich, wenn ich nicht reagiert hätte. Keine Ahnung. Links? Rechts? Okay, gut. Ja. Also, bis auf ein oder zwei Sachen hätte man wirklich auf alles reagieren können. Aber auch hier gilt's natürlich, wenn man weiß, was verlangt wird, dann schafft man es auch. Und der Typ, der das gebaut hat, heißt Breakfast. Und da kriege ich doch gleich mal Hunger. Und ja, ich werde mir gleich auch was gönnen. Aber ich schaue noch, ob es ein kurzes Level gibt. Wobei, kurze Level auf schwer, auf sehr schwer. Das ist die Frage. Kaizo. Ja, also da gibt es auf jeden Fall auch einiges. Aber ich denke, der Part ist schon relativ lang. Von daher würde ich sagen, war es das für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Blöksu und ciao.